Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Dead by Daylight. Ich bin heute wieder Überlebender, wie eigentlich jedes Mal, außer einmal haben wir halt Killer gespielt, aber das ist länger her. Es gab ein kleines Update, ein ganz kleines, ein bisschen was vom HUD wurde überarbeitet bei Überlebenden und Killer. Was genau werden wir in der Runde sehen, also bis gleich. Es ist natürlich der Sumpf. Natürlich. Warum auch mal eine schöne Map? Nein, es muss der Sumpf sein. Ja, was ich heute mit Jake vorhab, dürfte man eigentlich an meinen Perks sehen. Welches ich mal wieder mitgenommen habe. Es riecht nach dem Fallensteller. Wenn er wirklich so krass rumrennt. Ja, ich habe heute vor ein paar. Ne, es ist die Nurse, okay. Ich habe heute vor ein paar Haken zu sabotieren. Dann lassen wir das hier. Und ja, man sieht jetzt wirklich die Add-ons. Das ist schön. Das wollte ich mich gerade wissen. Einer der Gründe ist, habe ich den Werkzeugkasten mit Add-ons dabei habe. Man sieht die halt, die sind eingeblendet. War etwas klein, aber man erkennt es. Also da haben die Entwickler sich da mal was Neues einfallen lassen. Wir suchen jetzt erstmal einen. Okay, wir haben einen Generator gefunden. Allerdings kommt der Killer auch hier in die Ecke, glaube ich. Wir sind's jetzt. Ja, sie kommt. So, wir suchen uns einen Haken in der Nähe und machen das, was ein Jake normalerweise tut. Einen Haken sabotieren. So, das müsste relativ schnell gehen. Hat sie das nicht gesehen? Sie sucht mich gerade. Hey, wir sind ungestraft davongekommen. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Haken. Wir haben sogar nicht sehr viel vom Werkzeugkasten gebaut, obwohl das ein brauner ist. Auch noch einer. Weißt du, normalerweise tut man sowas nicht, aber. Ich habe irgendwie gerade keinen Spaß an den Killern. Deswegen mache ich das jetzt mal. Und meine Erfolgszone ist sehr klein. Nimm mir nur die Schuhe. Ein bisschen lustig. Ah, sie hat mich gesehen. Hi! Es geht. Ich glaube, sie mag das nicht, wenn ich die Haken kaputt mache. Bye, my friend. Gib's zurück, du bist nicht mein Freund. Mich gesehen? Denke nicht. Befolgt die Scratch Marks. Deswegen einfach mal aufhören zu rennen. Also in eine Fake-Richtung rennen, dann rennt sie da nicht in die Richtung. Gebe ich mit den Kindern ein bisschen aus. Also die, wie man Killer spielen sollte. Und das ist doch eines der wichtigen Punkte. Ich weiß, es ist sehr assi, was ich hier tue, aber ich tue es für die Wissenschaft.
Nein. Ich möchte einfach mal heute Assi spielen. Und ein paar Haken sabotieren. Das ist ja jetzt der dritte. Sie muss doch eigentlich wissen, dass ich nicht in der Nähe bleibe. Oh, wie nice. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Nehme ich den ja noch mit? Ach komm, was soll's. Ah, sie dürfte mich eventuell... Ah, jetzt muss ich weg. Der Ausgang war irgendwo da, oder? Ja, da ist er. Hi. Hast du das gleiche gemacht wie ich? Ich habe zwar keine Generatoren geschafft, aber drei Haken sabotiert. Könnt ihr noch einen suchen? Wenn noch ist keiner draußen. Ich auch noch nicht. War das, wofür ein Jake bekannt ist? Also, man kann Jake so spielen natürlich. So, jetzt gehe ich aber. Und wenn der nochmal... Der wird nicht getroffen, oder? Okay, wir gehen jetzt raus, weil meine Katze gerade nervt. Tut mir leid. Okay. Ah, die anderen sind auch gegangen. Ja gut, erste Runde immer gewonnen. Wow. Wie kommt das? Nur weil ich jetzt gerade Haken sabotiert habe? Und die... Oder die Killerin inkompetent war? Weil ich meine, die hat keinen bekommen. Das gab auf jeden Fall ordentlich Blutpunkte, obwohl wir nicht viel durch Generatoren repariert haben. Ja, gut, GG. Auf der letzte sind kommen. Gut. Thank you. Okay. Easy game. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Part, weil diesmal heute mal was kürzer. Weil ich ein paar technische Schwierigkeiten habe. Es scheint alles rumzulaggen. Ich weiß nicht, woran es liegt, deswegen heute mal eine kürzere Folge, beim nächsten Mal wieder eine längere, wenn ich herausgefunden habe, was da genau nicht stimmt, warum es alles rumlaggt. Mir tut es auf jeden Fall leid für die ganzen Lags und so weiter. Und dafür, dass es so wieder heute mal was kürzer ist. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.